Wir bauen heute unseren ersten Fortnite-Tycoon. Wir bauen jetzt hier einfach ein Battle Royale. Das heißt, wir müssen ein Battle Royale bauen. Wir können unser eigenes Fortnite kreieren. Links sehen wir das Geld und oben drüber, wie viele Spieler gleichzeitig auf unserer Fortnite-Map spielen. Also wir kreieren in Fortnite, Choose a Team. Wir gehen mal, ich würde sagen, in die blaue Area rein. Und dann gucken wir einfach mal, wie das Ganze aussieht, wenn wir unseren eigenen Tycoon bauen. Aha, wir haben ja also einen Generator. $800 brauchen wir für den nächsten Generator. Also wir müssen immer das Geld hier einsammeln. Ah, lol, guck mal, das ist einfach die Startinsel. Da tut einfach ein Battlebus abheben. Okay, das ist sehr, sehr wild. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Hier brauchen wir 100 Spieler, um die nächste Insel zu machen. Mal gucken, was wir noch haben. Eine Rocket für 1 Million. WTF, Alter. Und da drüben haben wir einen Server. Wir brauchen ja immer einen Serverraum, Leute, damit auch alles läuft bei unserem Fortnite-Spiel. Ne? Die ganzen Server müssen natürlich laufen. Wir haben gleich drei... Alter, wir haben schon 73 Spieler bei uns. Wir machen neue Fortnite, oder was? Also gerade machen wir $9 die Sekunde. Aber wenn wir jetzt unseren Teppich hier machen... Zack, okay. Teppich ist schon mal am Start. Jetzt machen wir wie viel? Mal gucken, wie viel jetzt machen. Auch noch 9. Okay, also es... Egal, was wir hier jetzt eigentlich machen. Und zack, Leute, die nächste Insel wird hier gebaut. Wir haben schon 100 Spiele erreicht. Ah, jetzt können wir 1000. Für 1000 können wir jetzt die nächsten Upgrades hier machen. Mal gucken, ob wir jetzt mehr Geld kriegen. Nee, ist auch noch immer 9. Hier können wir eine Rakete auch noch starten. Können wir irgendwas bei den Servern machen? Nee, okay, bei den Servern können wir nichts machen. Aber wir kriegen hier Live-Spieler plus 10. Ey, ich würde sagen, wir tun den Server upgraden. Weil wenn wir den Server upgraden, dann bekommen wir mehr Spieler. Und somit können wir schneller unsere Sachen upgraden. Weil das lohnt sich jetzt. Jetzt passt mal auf, wir bekommen jetzt... So, zack, jetzt bekommen wir 22. Das ist auf jeden Fall ein IQ-Move von mir hier. Wir sind auf jeden Fall richtig gut unterwegs. So, jetzt haben wir schon mal ein bisschen weitergebaut. Aber guck mal, wie geil das einfach aussieht. Also der Battlebus fliegt von hier rüber in die nächste Welt. Das heißt, ja, guck mal, und dann droppen da die Leute runter. Okay, sehr cool gemacht. Also, wir bekommen noch immer $9 die Sekunde. Warum? Warum geht das nicht hoch? Ey, unsere Spieler müssen natürlich auch seltene Waffen und so kriegen. Das machen wir gleich mal. Aber ich würde sagen, wir holen uns mal den Generator. So, haben wir jetzt ein bisschen... Oha! Jetzt bekommen wir $54 die Sekunde. Ja, das wäre der Move auf jeden Fall, der ganz wichtig war. Also Generator kriegen wir viel, viel mehr Geld. Radio können wir an... Boah, die OG-Fortnite-Musik ist das. Ah, Leute, so chill, ey. Das ist die OG-Fortnite-Musik. Jetzt lassen wir mal an. Das lassen wir mal ein bisschen laufen, Freunde. Also ich glaube, das ist für jeden Musik in den Ohren. Ja, sehr, sehr schön. Haben wir auf jeden Fall genossen. Wir haben 5000 Spieler. Jetzt können wir hier einfach die Straße bauen. Mhm. Okay, schon mal sehr, sehr gut. Die Map wird so langsam. Ich mache eine neue Kapitel-Map, Leute. Das wird ein neues Kapitel in Fortnite gleich. So, hier die Wand. Okay, das sieht... Oha, Digga. Wie krass sieht das denn gerade aus? Guck mal. Also das gefällt mir richtig gut hier. Ah, können wir auch da drauf gehen? Lol. Könnt ihr euch noch erinnern, das war die erste Starter-Map, Leute. Wir sind einfach hier auf unserer Fortnite-Insel. Wir holen uns nochmal einen Server. Jetzt machen wir... Okay, jetzt machen wir über 70 Spieler die Sekunde. Als nächstes können wir hier die Bäume... Aha. Guck mal, Bäume dürfen natürlich auch nicht fehlen. Nächster Generator. Wie viel machen wir jetzt? Oha, 179. Jetzt geht's richtig rund, Leute. Wir haben 13.300 Spieler schon mal. Jetzt kommt die erste POI rein. Ey, ich würd's cool finden, wenn der jetzt Tilted reinhaut. Das wäre richtig geil, Leute. Wenn er jetzt das erste Mal Tilted reinhaut, wir machen nochmal den Server. Zack, jetzt bekommen wir richtig viele Spieler pro Sekunde. Jetzt die erste POI. Mal gucken, was es ist. Frenzy Fields oder was? Es ist der Bauernhof von damals. Okay, die erste POI ist einmal so ein Bauernhof hier. Mal gucken, ob er auch Tilted reinhaut. Bin ich echt mal gespannt. Dekoration brauchen wir hier auch noch ein bisschen, ne? Auch ganz wichtig. Seltene Waffen. Unsere Spieler brauchen ja auch Waffen, Leute. Ist ja ganz klar. Ah, nee, wir bekommen hier seltene Waffen. Ja, aber für was ist denn das? Das bringt uns doch gar nichts, Leute. Hier die seltenen Waffen. Ich dachte, für die Spieler jetzt. Die müssen ja auf der Map auch irgendwie spielen. Guck mal, einfach Battlebus fliegt hier weg. Guck mal. Ey, wie geil das aussieht. Hier können wir jetzt noch einen Burger rein. Das ist der Dürrburger, Junge. Der OG Dürrburger. Der G-Burger. Update-Controller. Ich weiß jetzt nicht, ob wir einen Controller hier bekommen oder ob die Spieler irgendwie dann besser spielen können. Ich glaube, wir bekommen jetzt einen Controller, oder? Jetzt mal gucken. Aha. Was bringt das uns? Bekommen wir mehr Geld? Nee, ist gleich.
Ach lol, mit dem Controller bekommen wir 100 Spieler, wenn wir es einmal einsetzen. Gar nicht so schlecht. Warte mal, wir haben jetzt, gucken wir mal, 38.000, 45.000 brauchen wir. Die Laser machen wir mal hier ran. Können wir an- und ausmachen. Sicherung ganz, ganz wichtig. Okay, jetzt. Seid ihr bereit für die nächste POI? Und es wird... Wo ist die POI? Da hinten, Leute. Was ist das? Was könnte das für eine POI sein? Pleasant Park vielleicht? Könnte vielleicht Pleasant Park sein. Ja, wir nennen es Pleasant Park hier zweimal. Einmal Frenzy Fields und einmal Bauernhof Builds, würde ich sagen. Wir holen uns den nächsten Server. Jetzt machen wir, insgesamt plus 280 Spieler die Sekunde. Krass. Victory Royale, damit unsere Spieler auch einen epischen Sieg hier bekommen. Hier, zack, gebt euch mal. Sieht jetzt nicht so nice aus. Muss eine gute Animation hier sein. 12.000, nächster Server. Jetzt kriegen wir noch mehr Spieler auf unserem Server. 505. Okay, das ist Jackpot, Leute. Das ist richtig Jackpot. Wir können jetzt gleich nämlich eine neue POI hinzufügen. Ja, nein, noch nicht ganz. 110.000 brauchen wir. 100.000 haben wir schon. Jetzt, Leute, jetzt. Mal gucken, was ist eine POI? Unlocked. Mal gucken, was dazugekommen ist. Also das hat... Oh, hier, guck mal. Okay, wie nennen wir die Stadt, Leute? Das sind 4 Häuser. Wir nennen die Stadt... Old Town. Wir nennen die Stadt Old Town, okay? Old Town ist ein guter Name. Nächster Floor jetzt. Ich hoffe, dass wir ein bisschen mehr Geld dann kriegen. Mal gucken, was im nächsten Floor ist. Carb. Oh, jawoll. Generator können wir endlich hier freischalten für 25.000. Ich bin echt gespannt, wie der aussieht, wenn er fertig ist, Leute. Ne? Das sieht schon geil aus. Man hat so einen ganzen Überblick auf die komplette Battle Royale Map. Wir wollen Cash, Cash, Cash. Wir können jetzt nach oben gehen. Und hier ist nämlich der nächste Generator. Mal gucken, wie viel wir jetzt kriegen. $479. Okay, okay, okay. Das ist Game Changer jetzt. Richtig guter Game Changer. Das heißt, wir bekommen jetzt richtig viel Geld. Oha. Okay, 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 okay. Wir holen uns die nächsten Spieler, Freunde. Nächster Server. 1005 Spieler. Guck mal, wir können jetzt gleich mal bei 250.000 die nächste POI hinzufügen. Hör, ich habe hier schon genügend Spieler, Junge. Let's go. Wo ist die nächste POI jetzt? Mal gucken. Wo hat er die denn? Ah, ihr wisst, was das ist, oder? Ihr wisst ganz genau, was für eine Stelle das ist, Leute. Früher hat man immer Lager gesagt. Ab zum Lager. Junge, da bei dem Lager. Ah, das waren schöne Zeiten. Bro, wir können auch noch den Sturm und so hinzufügen. Ich bin echt gespannt, wie das gleich aussehen wird. Hier können wir ein Teppichchen machen. Battlebus. Mal gucken, Battlebus. Oh, geil, Alter. Das erinnert so ein bisschen an die FNCS-Trophäe, die jetzt letztes Mal war. Wo ich ja in Kopenhagen war. Erinnert so ein bisschen daran. Also wenn ihr da einen Vlog sehen wollt, geht auf meinen Hauptkanal, wo ich immer die Leaks mache. Da habe ich einen Vlog hochgeladen. Guck jetzt, wie viel Geld wir machen. Passt auf. Gebt euch jetzt. Guck mal, wie viel Geld jetzt. $929. Was ist denn das jetzt? Das sind einfach Fischis, Digga. Was? Was machen die mit Fischi, Digga? Ich glaube, die machen irgendwelche Experimente mit dem, ne? Die nächste POI. Wir haben gleich 500.000 Spieler und... okay, das... Ah, das sieht aber nicht aus wie Tilted Towers. Das sieht eher aus wie so Megacity, würde ich sagen, ne? Ja, das ist so Megacity-like. Tilted sieht halt etwas anders aus. Wir können ein Live-Event starten. What? 100.000 angespart. Wir wollen uns jetzt den nächsten Generator. Mal gucken, was jetzt hier rauskommt. Weitere Pilis. Pilis zeige ich schon. Habe ich gerade vorhin Pili gesagt? Ich meine Fischi. Fischi in blau, in lila und einmal in gelb. Die nächste Spielerzahl holen wir uns mal kurz. Hier, zack. Jetzt machen wir 2000 Spieler die Sekunde. Okay, das ist krass. Nächster Generator. Ich denke jetzt Farbe Rot, oder? Nee. $3000 die Sekunde übrigens. Hä, was passiert denn jetzt? Warte, ich will mal kurz gucken, was passiert, wenn jetzt Fische hier durchgeht. Kommt da irgendwas oder so? Nee, okay, da passiert nichts. Einfach nur fertig gebaut. Okay, Generatoren haben jetzt alle durch. Das heißt jetzt, hier fehlt uns jetzt noch ein bisschen Dance, eine Wand... Ich weiß nicht, ob es noch eine Ebene gibt. Weil wir bekommen jetzt übel krass viel Geld, Leute. Das ist geisteskrank. Gebt euch mal. $1000 die Sekunde. Das machen wir hier einmal noch. Wall hin. Ah, ja, jetzt. Okay, Dance. LOL, das ist einfach Fischi, der hier so rumdanzt. Mit dem Greenscreen hier. Hier ist so ein kleiner DJ-Tisch. Memories? Was passiert denn da jetzt? Vielleicht bekommen wir so... Erinnerungen von früher in Fortnite. Könnte ich mir jetzt vorstellen. Mal gucken. Wir gehen mal kurz hoch. Und wir können Dekoration 2 reinhauen. Okay, es sind jetzt nur so ein paar Bäume. Mehr ist da tatsächlich gar nicht. Wir holen uns jetzt noch mehr Spieler.
Wir haben jetzt 980.000 und wir können jetzt den Sturm hinzufügen. Mal gucken. Oh, okay. Das hat er gut gemacht. Ich hätte es mir anders vorgestellt. Also ich hätte jetzt nicht gedacht, dass er es so macht. Aber passt eigentlich, ne? Die Zone kommt ja von außen nach innen. Hat er eigentlich doch ganz gut gemacht. Aber ich hätte es mir anders vorgestellt. So, Freunde. 900... Oh, Memories. Mal gucken. Boah, das ist cool gemacht. Der hat die verschiedenen Ladebildschirme hingehauen. Guck mal hier, wo Peely und Jones hier zusammen gespielt haben. In dem Bunker, wo sie drin waren. Was haben wir noch, Freunde? Wir haben hier einmal... Ich glaube, das ist der Besucher. Nicht der Visitor. Genau, das ist der The Visitor. Dann hier damals das Kino draußen. Hier der Eiskönig. Das erste Bild von Fortnite so richtig hier. Alles schon ziemlich cool gemacht. So, weiteres episches Item können wir uns auch nochmal holen. Okay, einen Fisch. Legendary Item. Können wir uns auch mal gleich getten. Okay, Rooftop. Okay, ich glaube, das ist jetzt auch die letzte Ebene, ne? Ich glaube, es gibt keine Ebene mehr. Aber ich bin echt gespannt, was beim Live-Event gleich passieren wird. Okay, Leute. Statistiken werden jetzt auch freigeschaltet. Das ist cool. Das sieht hier nämlich, dass, wenn ihr auf die Seite Fortnite.gg geht, seht ihr nämlich, wie viele Spieler eine Map, Kreativmap, spielen. Und so, genau so sieht das tatsächlich aus, ne? Wir holen uns jetzt den nächsten Server. Zack, 9000 Spieler. Die Sekunde, Leute. Jetzt geht's richtig rund hier. Jetzt bin ich mal gespannt, was für ein Legendary Item die uns hier reingehauen haben. Bei 10 Millionen Spieler können wir das Event starten. Warte mal, wir haben es gleich. Ja, jetzt. Mal gucken jetzt. Legendary Item. Oh, das ist nice. Die Sense haben wir hier am Start. Test, was ist das? Test. Geil. Immer wenn man im Startbildschirm ist hier bei Fortnite. PC, PS5, Switch oder eine andere Plattform. Genau so ist es tatsächlich. Für 1 Million können wir die Rakete reinhauen. Müssen wir eigentlich bald haben. Wir haben oben alles durch. Oben gibt es nichts mehr. Das heißt, wir müssen nur noch unten jetzt bauen. Wir müssen auf die Spielerzahl warten und auf unser Geld. Das letzte Geld wird jetzt abgeholt, denn wir können uns die Rakete holen, Leute. Und zack! Wir haben hier die Rakete. Und wir können die Rakete sogar gleich starten lassen für $500.000. Uns fehlen nur noch 5 Millionen Spieler, damit wir das Live-Event starten können. Und die Rakete gleich. Wir starten jetzt die Rakete. Sie ist bereit in 3, 2, 1. Let's go. Oh, das ist ja wie ein Live-Event hier. Das ist das erste Live-Event hier, oder was? So, okay, wir haben jetzt ungefähr 33 Minuten gebraucht, um die Rakete zu starten. 33 Minuten bin ich schon in der Aufnahme. Ich muss sagen, der Tycoon war anfangs geil, lässt aber stark nach zum Ende hin, weil, Leute, ich mag es nicht, wenn du den Tycoon spielst und am Ende einfach nur warten musst. Die ganze Zeit warten. Ein bisschen warten verstehe ich ja, das gehört bei dem Tycoon dazu, ne? Aber so lange, zum Beispiel jetzt, ich habe alles freigeschaltet. Ich habe alles mit Geld gekauft und jetzt muss ich warten, bis ich noch 3 Millionen Spieler mache. Das finde ich nicht so gut. Und gerade eben bei der Rakete mussten wir auch richtig lang warten. Geld bringt mir jetzt also nichts mehr. 10 Millionen Spieler sind jetzt erreicht. Wir können jetzt mal das Event starten. Oh, das ist ein Alien-Event, oder was? Was passiert denn jetzt mit der Map? Nein, die Map wird einfach von den Aliens übernommen, oder was? Oder ist das das Mutterschiff, die letzte Realität? Kann natürlich auch sein, Leute. Wir wollen beim Live-Event mitmachen, auf jeden Fall. Also es ist einfach nur so ein UFO, der jetzt halt um die Map rumgeht. Also Tycoon war echt okay anfangs. Am Ende, wie gesagt, stark nachgelassen. Wir haben den Tycoon fertig gespielt. War dennoch ganz cool, muss ich sagen. Ich hoffe, es hat euch auch gefallen. Bis dann, haut rein und ciao, ciao.